Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind in Borgia, in dem schlammigen Frankendorf. So wurde es hier beschrieben. Wir haben übernachtet und setzen jetzt die Segel weiter auf dem Weg nach England. So. Ah, der hat einen Hintergrund, ändert sich auch ein bisschen. Tag 190, das Wetter wird gut, hervorragend. Was passiert? Einer der Männer sieht Feuer in einem Dorf. Ihr seht keine Schiffe in der Nähe und beschließt es, euch näher anzusehen. Das war ein Blitzangriff. Ein Dorf dieser Größe sollte mehr Krieger haben. Alt und Kinder zu töten ist unehrenhaft. Also, wir werden hier nicht... Wir sind nicht auf Töten aus. Deswegen, irgendetwas stimmt hier nicht. Wir beschließen, weiter zu segeln. Eure Entscheidung war richtig. Als ihr zu eurem Schiff zurückkehrt, seht ihr in der Ferne eine große Gruppe Männer den Schildwall üben. Das hatten wir, glaube ich, sogar schon mal. Also ab und an wiederholen sich doch so einige Ereignisse. So, wo sind wir? Wir sind hier. Furna. Okay. Werden wir besuchen. Wir besuchen alles. Wir sind neugierig und wollen Handel treiben. Das ist ja das Ziel dieser Reihe. Reise. Wein im Überfluss. Hervorragend. Kann man da vielleicht noch ein Geschäft machen? Gut. Also, Ausdauer ist kein Problem für uns. Wir brauchen eigentlich nicht hier teuer übernachten. Wir gucken aber wie immer erstmal beim Händler vorbei. Und schauen, was wir verkaufen können. 6 ist immer noch kein guter Preis. 7 ist etwas besser geworden. Kupfer, auch kein guter Preis. Das Eisen könnten wir verkaufen, ja. Auch nicht so toll. 6, 8. Nee. Tja, wir können hier wertvolle Waren aufkaufen. Schmuck, allerdings über den mittleren Preis. Die Reliquien, die sind hier günstig. Da könnten wir ein Geschäft mitmachen. Und das Saatgut ist sogar günstig. Und Wein entsprechend. Aber plus 2 pro Einheit, lohnt sich das wirklich? Gewicht 2? Da lohnt es sich fast, die Keramik zu brauchen, zumal wir die auch zu kaufen, zumal wir die auch wirklich brauchen. Die ist nämlich hier super billig. Die Keramik brauchen wir. Ich habe mir das aufgeschrieben. Für bessere Diplomatie. Ist das so entscheidend? Wir werden aber jetzt... Ich glaube, wir werden die Hornkämme verkaufen. Auch wenn der Preis nicht so doll ist, schaffen wir ein bisschen Platz. Und ich bin fast am Überlegen, ob wir dieses günstige Getreide nochmal nutzen. Oder wollen wir eher ein Geschäft machen jetzt? Dann sollten wir Reliquien kaufen. Aber die Frage ist, kriegt man die wirklich los, ne? Gewicht 3. Komm, wir spekulieren mal ein bisschen. Wir kaufen 2 von den Dingern. Oh Mann. Ja. Ne, das behalten wir nochmal. Das ist auch nicht so dolle. Wein. Komm, wir füllen den Rest des Schiffes auf mit Wein. Okay, gut. Bestätigen wir. Gucken nochmal kurz beim Schmied vorbei, was der hier so hat. Eisenstreitkolben. Anstatt 2, 3 bis 4, 1, 4 bis 6. Das ist nicht besser. Allerdings eine höhere... Crit-Schaden, allerdings ist die Chance geringer. Also das würde ich nicht sagen, dass wir das nehmen sollten. Ausgewogener Jagdspeer. Wir haben einen Jagdspeer. Und der ist natürlich eine Verbesserung. Der ist definitiv eine Verbesserung. Und ich würde sagen, den kaufen wir auch. Den werden wir dann gleich mal anlegen. Und dann können wir eigentlich auch den anderen verkaufen. Den normalen Jagdspeer. So, dann war das, glaube ich, eine ganz gute Sache. So, dann wollte ich mit einem unserer Recken hier mit dem Fernkämpfer noch in die Kneipe gehen. Dass der sich ein bisschen amüsieren kann. Was heißt das hier eigentlich? 2? 2 was? Okay. Und mehr gibt es nichts zu tun. Wir übernachten einmal hier. Und setzen dann die Segel. 11 Nahrung haben wir noch. Wir gucken mal ganz kurz auf die Karte, ob das hinkommt. 5 Tage. Ja. 2 pro Tag. Das ist fast ein bisschen knapp, ne?
Das wäre jetzt ärgerlich, wenn es damit Probleme gäbe. Ich würde mal sagen, wir kaufen einfach zur Sicherheit nochmal sehr, sehr günstig hier zwei weitere Nahrung ein. Und dann setzen wir die Segel. Und dann müssen wir mal irgendwann raus auf die hohe See, oder was? Jetzt gewittert es auch noch. Ja, langsam kommen wir der Sache näher. Merk. Wo sind wir denn jetzt angekommen? Ist das unser Ziel schon? Nee. Ein fränkisches Dorf? Sind wir noch auf der Festlandseite? Wartet mal, wo sind wir jetzt? Tatsächlich, wir sind noch nicht rübergeschwört. Das kostet uns natürlich wieder Nahrung, dieser Aufenthalt. Aber trotzdem, wir wollen uns ja alles angucken. Hier ist scheinbar auch nicht so viel los. Gibt es hier keine Kneipe, sagt mal? Es gibt in diesem Dorf keine Kneipe. Ich bin jetzt... Doch, hier unten, natürlich, gibt es. So, Händler. Wie sieht's jetzt aus? Das ist immer noch kein guter Preis. Auch nicht. Hier tut sich bei den Preisen irgendwie gar nichts. Der Preis ist sogar gesunken. Wir könnten Wein gewinnbringend verkaufen, aber wir fahren erstmal rüber, würde ich mal sagen. Da drüben wird der Preis sicher noch besser sein. Wir haben eigentlich gar keinen Platz. Wir müssen nochmal zwei Nahrung, würde ich sagen, einkaufen. Ansonsten den Rest müssen wir ignorieren. Wir haben 150, damit werden wir auch beim Schmied nicht viel weiterkommen. Das heißt, wir gehen nochmal zur Taverne und übernachten und setzen die Segel. So, jetzt geht's aber rüber. Oh, da sind schon die Kreidefelsen. Das ging aber schnell. Das ging aber sehr schnell. Nein, das sind aber auch immer noch die Festlandskreidefelsen. Oh Leute, ich bin so neugierig. Wir halten hier überall an. Wir erfahren ja dann auch an der Kreuzung. Aha, das ist gewissermaßen die Kreuzung des Wegs oder des Pfads der Wahlstraße. So muss es heißen. So. Gucken wir uns erstmal um. Schön. Ich wusste gar nicht, dass auf der Festlandseite an der Stelle auch so große, hohe Felsen sind. Hat das irgendwie eher flacher in der Erinnerung oder Vorstellung? Wir gucken nochmal zum Händler. Nix. Ich meine, das ist ja alles nah bei, ja. Ist es auch logisch? Oh, wartet mal. Felle 18. Wie kommt das denn plötzlich? Ist ja der Hammer. Alles verkaufen. Sehr gut. Der Preis für die Reliquien sinkt immer mehr. Gut, wir haben wieder ein bisschen Platz. Können wir was günstig einkaufen? Wein 4, Keramik, Seile, Eisen ist hier sehr teuer. Dann würde ich sagen, kaufen wir mal die Keramik auf. Nee, wir bewahren uns ein bisschen Platz noch. Machen wir nur 6. Und werden wieder... Wir kaufen mal 3 Nahrung noch. So, bestätigen das Ganze. 207. Mit den Reliquien haben wir möglicherweise kein so tolles Geschäft gemacht. So. Brauchen wir jetzt Ausdauer? Wollen wir uns das erlauben? Nö, ich würde mal sagen, das bisschen, das geht auch so. Wir übernachten einfach. Wir hätten einfach auch Segel setzen können, ne? Man muss gar nicht übernachten. Wenn man nichts will, muss man nicht übernachten. Das war jetzt blöd von uns. Egal. Segel setzen und jetzt geht's endlich rüber. Nebel liegt über dem Meer. Oh, das ging schnell und wir sind dort. Sehr schön. So, dann bin ich jetzt mal gespannt, ob die diplomatischen Verhandlungen, ob die funktionieren und ob unser Bauer, die weißen Klippen, ob unser Bauer, ich weiß gar nicht, warum will der unbedingt mitkommen? Naja, Dofferan ist von der fränkischen Küste aus zu sehen. Die weißen Klippen hinter dem Hafen sind beeindruckend. Es ist eure erste Reise nach Englarland. Ihr wisst nur, dass das Königreich der Cantwer hier im Süden gute Beziehungen zu den Franken pflegt. Oh, das ist natürlich mit unserer Vorgeschichte jetzt vielleicht nicht ganz so pralle.
Ich würde mal sagen, bevor wir mit irgendjemandem reden, gehen wir mal zum Händler und schauen, was wir hier für Geschäfte machen können. Wir könnten den Wein verkaufen, das machen wir jetzt. Ein bisschen Gewinn gemacht. So, das ist nicht gut. 80. Oh mein Gott. Was haben wir uns hier angelacht? Die Keramik behalten wir so. Wir kriegen das nicht besser los. Werden wir dann trotzdem verkaufen. Das kriegen wir auch nicht besser los. Verkaufen auch besser. Das offenbar auf dem ganzen Weg nicht. Wir werden vermutlich nicht mehr irgendwo anhalten. Deswegen verkaufe ich jetzt den Rest. Und mache jetzt plus 78. Und was können wir noch mitnehmen? Wir könnten noch Holz mitnehmen. Günstiges Holz. Oder weitere Seile. Aber Holz ist fast wichtiger, auch für den Ausbau unseres Schiffes. Ich würde mal sagen, wir werden komplett unser Schiff jetzt voll mit Holz laden. Haben trotzdem noch einen kleinen Gewinn gemacht. Allerdings über diese Reliquien ärgere ich mich ein bisschen. Wobei, wir haben die auch nur für 85 gekauft. Das ist jetzt kein so ein riesiger Verlust. Die Frage ist, ob wir, wenn wir mal wieder in die andere Richtung, gen Osten fahren, ob wir dann die Reliquien gut verkaufen können. Naja, wir werden es sehen. Wir schauen mal, was hier passiert. So. Rothwart bietet sich als euer Botschafter an. Ja, das war ja wohl der Grund, warum er mitkommen wollte. Er möchte euch dem örtlichen Earl vorstellen. Der Earl kontrolliert den Großteil des Handels über die Meeresenge, die sie hier Südsee nennen. Südsee offenbar. Wollen wir ihn ermutigen oder ablehnen, aber ihm ein Fest in der örtlichen Meterhalle versprechen? Nein, komm, wir ermutigen ihn. So, Rathwarts Vorstellung ist ungeschickt. Der Earl ist sichtbar gelangweilt und bald ärgerlich. Ihr werdet hier nicht viel Gastfreundschaft genießen, aber Rothwart ist mit sich zufrieden. Na toll. Das war jetzt die ganze Aktion? Na gut, ich meinte. Ja, toll. Gut, das. Naja, man muss dazu sagen, wir haben jetzt ganz, ganz viele Orte kennengelernt auf dieser Fahrt. Und das nützt uns durchaus, denke ich. Wenn wir wieder Handel treiben wollen oder so, ist das schon ganz vernünftig. Gibt es irgendeinen Grund jetzt hier noch was zu tun? Nö. Ich würde sagen, nö. Deswegen kehren wir einfach nach Hause zurück. Und damit ist das ja auch schon gelaufen oder haben wir noch die Möglichkeit? Ja, tatsächlich. Das dritte Jahr ist vorbei. Ich denke, hier kann nichts. Man kann hier wohl nichts falsch machen, ne? Vielleicht werden mehr Handelsschiffe auf dem Weg nach Dorstad und Ripa jetzt in Divonbur Halt machen. Vielleicht kehrt ihr auch einmal zurück. Vielleicht kehrt ihr auch einmal zurück, um hier zu handeln. Genau. Das war ja meine Hoffnung. Tja. Und wir sind wieder in der Heimat, oder? Warum ist der Sound weg? Irgendwas stimmt da nicht. Und wir haben Erfahrung gewonnen. Immerhin. Unser Mönch. So. Tage auf See 9. Bla bla bla. Das ist alles nicht so entscheidend. Waren verkauft. Silber erlangt. Gesamtbevölkerung kein Wachstum. Wir haben noch ein bisschen Bonus auf Nahrung bekommen. Die Musik ist weg. Und jetzt befürchte ich ja, dass der Winter hart werden wird und wir Nahrungsmangel bekommen werden. Denn das Jahr 4 bricht an. Und wir haben so gut wie keine Reserven. Aber ich hoffe, irgendeine Sache können wir, glaube ich, jetzt ausbauen. Und das gucken wir uns mal an. Also, jagen war es nicht, weil uns nach wie vor die Jagdhunde fehlen. Wir haben keine getroffen. Tierzucht auch nicht, weil wir, glaube ich, kein Vieh kaufen konnten. Aber Landwirtschaft können wir aufrüsten. Immerhin Saatgut haben wir einmal über. Und das heißt, wir können eine Person mehr hier zuweisen. Das nützt uns aber jetzt für den Winter überhaupt nichts. Muss man mal sagen. Können wir noch irgendwas? Met haben wir genug. Aber jetzt fehlt uns die Nahrung, um Brauchtum abzugraden. Das ist ja wirklich ärgerlich. Diplomatie, da fehlt uns das Salz. Und bei der Handwerkskunst fehlt uns Zinn. Ja, haben wir auch auf der Reise aber nicht gesehen. Insofern haben wir zumindest nichts falsch gemacht. Aber das könnte jetzt wirklich eng werden. Ey, unsere Vorräte sind sowas von nicht mehr vorhanden. Ach du Schreck. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Wir werden vermutlich einfach nur Bevölkerung verlieren. Ich hoffe, kein Helden. So. Die wütende launische Bestie ist wieder da. Und im Winter ist nichts passiert. Aber
Keine Ereignisse. Wir gucken mal ganz schnell gleich runter zur Produktion. Winterproduktion 1413, Verbrauch im Winter 1319. Das hat ja gerade mal so hingehauen. Ja, hervorragend. Wir haben für den Sommer noch 100 übrig und ernten 2300. Haben wir den Turning Point erreicht? Na gut, dann ist ja alles bestens. Das haben wir noch dazu bekommen. Das können wir irgendwie verkaufen. Und das sind die Sachen, die wir selbst produziert haben. Okay, gut. Wir haben aber gesehen, wartet mal, eine Sache muss ich jetzt mal gucken. Was brauchen wir nochmal zum Upgrade unseres Schiffes? Wo kann ich mir das nochmal anschauen? Nirgendwo, ich dachte hier unten. Wo muss ich darauf gehen? Na gut, wir werden erstmal hier unseren Mönch verbessern und seinen Schlachtruf. Also das erste ist 15 Genauigkeit. Was kann man dann einschüchtern? Minus 10 Genauigkeit und minus 10 Ausweichen auf den Gegnern. Oder Heilung, heilt alle umstehenden Verbündete. Das ist natürlich cool. Das werden wir lernen. Das werden wir lernen. Damit ist der quasi gesetzt jetzt. Weil er unser einziger Heiler ist im Moment. Warte mal, ich gehe nochmal auf die Gruppe. Wo kann ich nochmal sehen, wie ich das Schiff ausbauen kann? Sieht man das in der Schmiede? Auch nicht. Oh, jetzt ist sogar schon ein alemannisches Ringschwert möglich. Aber da haben wir im Moment einfach nicht das Geld für. Hier kann ich das auch nicht sehen. Nein, okay. Gut, dann machen wir, bevor wir weitermachen mit der König. Der König, machen wir eine weitere Handelsreise. Wobei, das ist merkwürdig, ne? Eigentlich sollten wir für diese Quest auch nach Winivaldaham fahren. Man könnte sich jetzt ja überlegen, das müsste man eigentlich verbinden können. Aber so wie ich die Spielmechanik bisher kennengelernt habe, scheint es mir nicht möglich zu sein. Mal gucken, ob ich mich vielleicht irre. Also, eure Schatztruhe scheint deutlich weniger erfüllt, als euch das lieb ist. Das stimmt. Lundenwick hat euch sehr beeindruckt und es ist ein ausgezeichneter Ort, um Handel zu treiben. Ach so. Handelt den ganzen Weg nach Winivaldaham? Warte mal. Da oben, das ist ja eine ewig lange Reise. Okay. Ja gut. Was soll's. Es wäre schön, wenn man das jetzt verknüpfen könnte, diese beiden Quests. 31 Tage. Oh ja, da können wir gar nicht viel handeln. Wir brauchen ja den ganzen Platz für die Nahrung. Na gut, wir wählen erstmal unsere Krieger aus. Wir werden jetzt die gleiche Truppe nehmen. Unser Fernkämpfer. Wir werden... Obwohl, nehmen wir ihn hier mit? Aber er hatte schon Level 2 gehabt, ne? Komm, wir bleiben jetzt bei denen. Und der Mönch. Bestätigen. Ware einladen. Wir brauchen jetzt... Was brauchten wir nochmal? 62 mindestens. Vielleicht sogar mehr. An Nahrung. Dann nehmen wir... Wir können auch jagen unterwegs. Das geht schon. Oder kaufen. Das ist auch möglich. Ich bleib mal jetzt beim... Mal gucken, was wir jetzt alles eigentlich hier mitnehmen zum Handeln. Auf jeden Fall die Reliquien. Mal gucken, ob wir die gewinnbringend jetzt loswerden. Met behalten wir, Salz behalten wir auch. Zinn behalten wir auch. Werkzeuge nehmen wir zur Sicherheit ein bisschen mit zum Reparieren. Gewürze, die kann man gut verkaufen, sehr gut. Schmuck, ebenfalls sehr gut. Wein, ebenfalls. Eisen auch. Die Felle unbedingt. Und die Färbemittel auch. So, das will ich unbedingt mitnehmen. 85. Ja. Ich würde mal sagen, wir lassen es dabei erstmal. Wir können unterwegs auch mal jagen. Das ist auch mal möglich. Ah ne, wir bestätigen das. So, dann starten wir die Reise. Wir starten die Reise. Das Handelsreise. Die Reise nach Winivaldaham ist lange und gefährlich. Krieg und Piraten suchen die Küste von Dänemark im Norden bis nach Engerland im Westen heim. Das haben wir bisher noch nicht so bemerkt. Trotz alledem bereisen viele Händler jeden Sommer die Straße der Wale. Die potenziellen Gewinne übersteigen die potenziellen Risiken. Ja, so machen wir das auch. Ich bin gespannt, ob wir wieder durchs Wattenmeer dort fahren.
Das wird auf jeden Fall. Ja, wir fahren den gleichen Weg. Wollen wir wieder überall anhalten? Na, erstmal Etherby gehen seine Kinder ab, die daheim in Duvenbur auf ihn warten. Seine traurige Miene beginnt die Stimmung des ganzen Trupps zu beeinflussen, die auch beginnen, sich über Heimweh zu beschweren oder ihm sagen, dass er sich zusammenreißen soll. Er soll aufhören zu jammern. Ihr habt FOV einen neuen Grund gegeben, um sich zu beschweren. Euch selbst. Ja, es war nicht sehr geschickt. Ich gebe es zu. Wieso haben wir Werkzeuge... Was war das denn eben? Wieso haben wir Werkzeuge verloren? Haben wir Werkzeuge verloren? Warum? Hat er die über Bord geworfen? Ist er bockig geworden? Andoverpum. Wollen wir da anhalten? Ja, kommt. Wir versuchen... Ach ja, wir müssen ja wieder... Ja, unbedingt. Wir müssen versuchen, Hunde zu kaufen, all so ein Kram, um unser Dorf ein bisschen weiter auszubauen. In jedem, also sollten wir, glaube ich, in jedem Ort anhalten, denke ich. Irgendwas Sinnvolles wird man sicher immer bekommen. Gut, und ob wir hier was Sinnvolles bekommen, das, liebe Leute, erleben wir dann in der nächsten Folge. Also, bis dann, macht's gut. Euer Steinball.